Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Es freut mich wieder riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt und heute möchte ich mit euch über die folgenden Themen sprechen. Als allererstes gucken wir uns die Aussagen von einem Finanzanalysten an, der davon ausgeht, dass der Bitcoin niemals wieder unter 6.000 Dollar sinken kann. Außerdem gucken wir uns an, warum die Altcoins in Bezug auf den Return of Invest keine Chance gegen den Bitcoin haben. Und zu guter Letzt blicken wir Richtung Bitmain, die im ersten Quartal 2019 extrem hohe Verluste verzeichnen mussten und wie es zukünftig aussieht, das werden wir uns auch angucken. Wie gerade schon angekündigt, gucken wir uns das allererste Thema an und hierbei geht es um Timothy Peterson. Er ist Chartered Financial Analyst und Fondsmanager und hat prognostiziert oder grundsätzlich die Aussage getroffen, dass der Bitcoin nie wieder unter 6.000 Dollar fallen kann. Ob das tatsächlich der Wahrheit entspricht, das sehen wir uns jetzt nochmal in Ruhe an, denn er ist eine der wenigen Personen, die nicht Indikatoren dafür genutzt haben, um solche Behauptungen aufzustellen. Nein, er hat Finanzsimulationen genutzt und diese nennt sich Monte Carlo in dem Fall. Es ist natürlich immer noch keine Garantie, dass es tatsächlich in die Richtung geht, aber er hat mit dieser Simulation verschiedene Einflüsse von Risiko, Unsicherheiten und so weiter mit eingebaut und damit also quasi verschiedene Ergebnisse bekommen. Es geht also hier um Worst-Case- und Best-Case-Szenarien und das in Bezug auf eine zweijährige oder eine Zwei-Jahres-Prognose. Und da bezieht er sich dann nochmal auf historische Monatsdaten, Abweichungen und so weiter und so fort. Das heißt, also, es sind viele Variablen drin. Natürlich gibt es noch viele weitere Variablen, die also hier nicht eine hundertprozentige Aussage letztendlich treffen können, ob der Bitcoin tatsächlich in der nächsten Zeit nach oben oder nach unten geht. Letztendlich ist der Bitcoin natürlich das, was er schon immer war, etwas, was man nicht 100% prognostizieren kann. Aber ich finde die Idee, solch eine Finanzsimulationstechnik zu benutzen, extrem interessant, weil es doch viel, viel mehr Variablen mit einbezieht, als es nur ein Indikator könnte. Natürlich hat man auch die Möglichkeit, viele verschiedene Indikatoren zu benutzen, um eine Prognose aufzustellen, aber so hat man doch noch mal ein bisschen mehr Analysetechnik damit drin. Wir haben im Best Case bis 2021 einen Bitcoin-Preis von 38.000 Dollar, der sich also daraus ergibt und mit der niedrigsten Wahrscheinlichkeit liegt denn der Preis zwischen 11.000 und 13.000 US-Dollar und das ist natürlich im Vergleich zu dem heutigen Datum, das heißt also bei einem Preis von 10.800 Dollar ungefähr, natürlich eine ordentliche Summe, die also hier grundsätzlich eintreffen kann, denn theoretisch hätten wir damit also Werte zwischen 11.000 und 38.000 Dollar, die hier der Bitcoin tatsächlich hinlegen kann. Ich persönlich behaupte einfach mal, dass der Bitcoin sicherlich nochmal in der einen oder anderen Phase nochmal unter 10.000 Dollar fallen wird, um sich in Anführungsstrichen zu erholen. Aber ich behaupte selber auch, dass dieser Preis von 6.000 Dollar und niedriger eher unwahrscheinlich ist. Das ist natürlich mein eigenes Empfinden und hat natürlich nicht unbedingt die höchste, sagen wir mal, Gewichtung, wenn es um Prognosen geht. Und da sind natürlich diese Finanzsimulationstechniken deutlich aussagekräftiger. Ich bin trotzdem sehr, sehr interessiert in Bezug auf solche Prognosen, denn sie haben einfach, wie schon am Anfang gesagt, deutlich mehr Variablen mit inkludiert und damit sind natürlich die Prognosen noch mal ein bisschen gefestigter, als es nur ein Indikator wäre. Und er sagte dazu auch Folgendes, der Zweck ist zu zeigen, dass das Abwärtsrisiko begrenzt ist und dass das Aufwärtsprojektionen oder die Aufwärtsprojektionen von 100.000, 300.000, 400.000 Dollar verrückt sind. Ja? Und da bezieht er sich natürlich auf viele verschiedene Analysten, die in der Vergangenheit schon extrem krasse Prognosen aufgestellt haben und alleine schon 38.000 Dollar 2021 wäre natürlich extrem positiv für alle, die bereits in der Vergangenheit investiert haben und die heute investieren würden, denn die Margen sind natürlich extrem positiv. Und wenn wir uns dann nochmal ein bisschen weiter mit seiner Arbeit in der Vergangenheit auseinandersetzen, dann blickt man natürlich relativ schnell auf die Forschungsarbeit mit dem Titel Bitcoin Spreads Like Virus und da geht es quasi einfach darum, dass es immer mehr User gibt, die sich mit dem Thema Kryptowährungen auseinandersetzen. Da hat er mathematische Methodiken angewandt, um hier
aufzuzeigen, wie viel mehr Menschen in Zukunft dann auch das Thema Bitcoin und so weiter betrachten. Man sieht, wenn man sich hier auch die Aussage in Bezug auf den Bitcoin, dann Facebook und so weiter ansieht, kommt man schnell zu dem Schluss, dass es auch zukünftig und langfristig gesehen eine höhere Wachstumsrate der Bitcoin-Nutzer geben wird und damit automatisch einhergehen wird sich natürlich auch der Bitcoin-Preis nochmal erhöhen. Wir haben sowieso die eine oder andere Geschichte, die also in Zukunft noch passieren wird. Das Halving wird stattfinden, neue Plattformen, die gelauncht werden, neue Produkte, die gelauncht werden und all diese Dinge werden auch zukünftig weiterhin dazu beitragen, dass der Bitcoin-Preis nach oben geht. Das ist jedenfalls mein persönliches Empfinden, mein Glaube an den Bitcoin. Und die Geschichte hat sowieso gezeigt, dass der Bitcoin doch einiges an Potenzial noch hat und aufweist. Und da die Fundamentaldaten sowieso extrem positiv aussehen, drücke ich natürlich die Daumen, dass es auch in den nächsten Jahren tatsächlich dazu kommen wird. Wir gucken uns das zweite Thema an und hierbei geht es um den Vergleich zwischen Bitcoins und Altcoins, denn wenn man natürlich in eine Kryptowährung oder allgemein in irgendwas investiert, dann möchte man natürlich auch irgendwann eine Art Return of Invest haben. Man möchte am Ende des Tages Gewinner wirtschaften, ganz klar. Und hier hat Alex Krüger sich damit auseinandergesetzt und hat nun herausgefunden, dass die Altcoins eher unattraktive Renditeprofile haben. Ja, wenn man hier gesehen hat, was der Bitcoin in der letzten Zeit oder vor allem auch in den letzten Jahren tatsächlich hinbekommen hat an Performance, an Steigerung und so weiter, wenn es um den Preis geht. Und wenn man das dann mit Altcoins vergleicht, alleine ja im Laufe des Monats Juli, dann wird man ganz klar sehen, der Bitcoin performt einfach deutlich besser. In dem Monat hat EOS knapp 44% Minus gemacht, Cosmos 41%, Cardano 37% und so weiter und so fort. Man sieht also ganz klar, dass der Bitcoin hier auf lange Sicht auch einfach der beste Coin ist, der hier tatsächlich die besten Renditen aufweist. Natürlich auch, weil er der größte Coin ist, weil er einfach von immer mehr Firmen, von immer mehr Unternehmen von oder durch immer mehr Finanzprodukte abgedeckt ist. Und solche Dinge sind natürlich extrem wichtig. Außerdem ja, verweisen solche Berichte meistens auch auf geopolitische, makroökonomische und regulatorische Faktoren. Und das sind natürlich die hauptsächlichen Einflüsse auf den Bitcoin und auf die Altcoin-Preisbewegung. Und da die meisten grundsätzlich an den Bitcoin halt glauben, da das der größte ist und der am wenigsten Probleme hat, weil er schon am weitesten reguliert ist, gibt es natürlich hier auch die entsprechenden Preisdefizite zwischen den entsprechenden Coins. Und wir haben sicherlich auch das ein oder andere Projekt hier mitbekommen, zum Beispiel Facebook durch das Projekt Libra. Aber man hat hier natürlich ganz klar den Druck der regulatorischen Behörden und so weiter mitbekommen und das hat eher den Bitcoin-Preis nochmal positiv beeinflusst als negativ beeinflusst. Also man sieht, alles in allem ja, ist das Thema Investieren in den Bitcoin doch immer noch die beste Möglichkeit, um auch langfristig Renditen zu fahren. Natürlich gibt es auch immer noch gute Altcoins, vielleicht sogar sehr gute Altcoins, die nochmal ein bisschen besser funktionieren, als es der Bitcoin tut. Gerade in Bezug auf Transaktionen und so weiter weist der Bitcoin natürlich erhebliche Schwächen auf, obwohl wir natürlich durch den Second Layer Bitcoin Lightning hier versuchen auch zukünftig das Thema Skalierbarkeit, Geschwindigkeit und so weiter zu lösen. Aber das Ganze ist natürlich noch nicht so gut, wie es halt bei anderen Kryptowährungen schon vom Start aus war. Und da brauchen wir einfach noch ein bisschen Zeit, um das Thema weiter voranzutreiben. Am Ende des Tages spricht die Weltlage einfach für den Bitcoin. Die Fundamentaldaten sehen gut aus. Und wie schon davor gesagt, ja, das Thema ist natürlich extrem interessant für viele Unternehmen, die sich also immer mehr mit dem Thema auseinandersetzen und damit einhergehend natürlich auch Zentralbanken, ob es nun die Federal Reserve ist, ob es die Europäische Zentralbank ist, die Bank of Japan oder People's Bank of China. Alle möglichen fangen an, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, überlegen, Lockerungen einzubauen und so weiter. Also man sieht, das wird immer positiver und die Positivität, die wirkt natürlich auch auf den Bitcoin-Preis. Wir gucken uns das letzte Thema an und dabei geht es natürlich ums Bitcoin Mining. Ohne Mining funktioniert natürlich der Bitcoin und die Blockchain nicht und einer der größten Anbieter ist Bitmain, die in dem Jahr 2018 extreme
Verluste einfahren mussten. Ganz klar, wir haben natürlich den Dip gesehen von 20.000 am Ende des Jahres 2017 bis zum Ende des Jahres 2018, wo wir ordentlich in den Keller gegangen sind, bis auf knapp 3.000 Dollar. Und die meisten Unternehmen haben große Probleme damit gehabt, auch Bitmain. Bitmain hat alleine im letzten Quartal 500 Millionen Dollar verloren und hat im ersten Quartal 2019 nochmal 625 Millionen Dollar verloren. Das, was man aber sieht, ist, dass sie im Laufe des Jahres dann immer weniger Verlust gemacht haben, aber sie haben Verlust gemacht. Es waren 280 Millionen alleine im Februar dann nochmal zusätzlich und dann gab es erst Gewinne wieder. Aber klar, wir haben auch gesehen, dass der Bitcoin in der Zeit wieder gestiegen ist. Damit gab es also wieder mehr Miner, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, in den Markt wieder eingestiegen sind, ihre Mining-Hardware aufgebaut haben. Und man sieht halt auch, dass sie in Bezug auf den 7nm-Miner extreme Potenziale sehen. Natürlich haben sie hier auch entsprechende Aufträge im Wert von 300 Millionen Dollar platziert, in dem Fall bei der TSMC, und hoffen natürlich auch in den nächsten Monaten ordentlich Gewinne damit einfahren zu können. Aber sie merken schon, nur Bitcoin Mining oder allgemein Mining, das kann nicht der richtige Weg sein. Deswegen haben sie angefangen, auch sich mit dem Thema Cloud Mining auseinander oder allgemein mit dem Cloud-Thema auseinanderzusetzen, um hier neue Chips aufzusetzen. Damit haben sie alleine schon einen Umsatz von knapp 4,6 Millionen Dollar einfahren können. Aber natürlich muss das Geschäftsfeld weiter aufgebaut werden und Bitmain muss sich einfach umgucken nach anderen Möglichkeiten. Man sieht also, dass solche Dips ordentliche Auswirkungen auf Firmen haben. Und wenn es dann wieder nach oben geht, dann werden die Wirtschaftslagen natürlich deutlich besser. Und auch Bitmain konnte davon ordentlich profitieren. Von daher, ja, sind solche Sachen natürlich immer zwiespältig zu betrachten. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls es so war, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo dalassen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao.